Mein Name ist Russell Schumacher. Ich habe den Menschen Technologie verkauft, als es noch Technologie gab. Und Menschen, an die man sie verkaufen konnte. Mein Glaube an mich selbst und an meinen Instinkt wurden durch drei einfache Worte in Frage gestellt. Wer sind Sie? Plötzlich musste ich, um zu überleben, etwas tun, was noch nie meine Stärke gewesen war. Lügen. Und das überzeugend. Ich musste das Risiko eingehen. Ich bin Donald Powell III. Ich habe Russell Schumacher getötet. Während ich erklärte, dass ich mir unter dieser Adresse meine Belohnung abholen sollte, hatte es den Anschein, als gingen die Wachmänner ihren alltäglichen Geschäften nach. Als hätte es die Katastrophe für sie nie gegeben. Jede Minute in diesem Raum war qualvoll. Doch bevor ich bezahlt wurde und gehen konnte, fragten sie, wie Schumacher gestorben sei. Es war schmerzlich, jene Erinnerung wieder wachzurufen. Doch ich hatte keine Wahl. Ich verfolgte Schumacher bis weit in die Ozarks. Kam nie nah genug ran, um zu schießen. Der Kerl war gerissen und kam mir immer wieder. Also ließ ich ihn glauben, er hätte mich abgeschüttelt. Ich wartete, bis er nachlässig wurde und in einer alten Hütte Unterschlupf suchte. Ich wollte ihn ausräuchern, bot an, sein Leben zu verschonen. Er war ein zäher Mistkerl, das muss ich ihm lassen. Er brannte lichterloh. Ich sagte, ich hätte Schumachers Rucksack retten können und hoffte, dass das, was sie suchten, noch darin sei. Also gut, Paul. Wie wollen Sie es haben? Ich wusste immer noch nicht, was Paul dafür bekommen sollte, mich zu töten. Es hätte alles sein können. Ihre Belohnung. Doch egal, was es war, ich wusste, dass Paul sich nicht vertrösten lassen würde. Ja, nennt mich gierig, Leute. Aber ich hätte gern alles auf einmal, wenn es euch nichts ausmacht. Für einen Moment wähnte ich mich bereits in Sicherheit. Doch das Gefühl hielt nicht lange vor. Ich hatte die Wachmänner getäuscht, aber nicht die Männer, die das Sagen hatten. Wie sich herausstellte, war ich die ganze Zeit beobachtet worden. Und jemand musste herausgefunden haben, wer ich wirklich war. Jetzt kriegen Sie Ärger, Schumacher. Ich hatte auf meiner Reise schon viele Überraschungen erlebt. Sowohl gute als auch schlechte. Doch die größte Überraschung war, dass ich nicht tot war. Wo ist es, Mr. Schumacher? Die Pathia Group ließ mich scheinbar aus gutem Grund am Leben. Einer, der keinen Sinn ergab, jedenfalls zunächst nicht. Wo ist es? Ich sagte ihnen, das Memo sei in meinem Rucksack. Aber den hatten sie ja bereits. Wo ist es? Ich weiß nicht, was sie meinen. Ich weiß überhaupt nichts. Das entsprach natürlich nicht ganz der Wahrheit. Und das wussten sie. Als sie meinen Rucksack durchsucht hatten, fanden sie auch mein Tagebuch, sowie das Videoband, das mir Travis gegeben hatte und von dem er glaubte, es könne seine Theorie über spontane Selbstentzündung belegen. Zum ersten Mal sah ich die Katastrophe mit eigenen Augen. Es erschütterte mich bis ins Mark. Aufgrund des Videos und der anderen Beweise, die ich gesammelt hatte, hatten sie einen falschen Eindruck von mir bekommen. Für wen arbeiten Sie? Ich sagte, ich arbeite für niemand. Es läge nur in meiner Natur, nach Antworten zu suchen. Ich frage Sie ein letztes Mal. Wo ist das Kontrollzentrum? Sie wollten mich testen. Sehen, wie viel ich wirklich wusste. Aber mir war nichts von einem Kontrollzentrum bekannt. Ich hatte keine Ahnung, was Sie damit meinten. Bis ich mich an das erinnerte, was Luther in New Eden gesagt hatte. Wenn Gott die Technologie zerstört hat, wieso funktioniert dieser Satellit noch? Das EMP-Satellitensystem, von dem mir die Historiker erzählt hatten. Wenn all das wahr wäre, könnte das Satellitensystem noch aktiviert sein. Und sie wollten jetzt wissen, wie man es deaktivierte. Die ganze Zeit über hatte ich angenommen, die Pathia Group mit all ihren mächtigen Mitgliedern sei für die Katastrophe verantwortlich. Oder dass sie zumindest wüsste, warum sie passiert war. Doch in Wahrheit besaßen sie auch nicht viel mehr Puzzleteile als ich. Deshalb gingen sie die Sache nun anders an. Russell Schumacher, freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Ich bin Jack Hastings.